Willkommen zurück zu einer neuen Folge Elden Ring. Wir sind zurück hier im Schattenbergfried. Ich habe mal nachgeguckt, wie es hier runter geht. Man soll wohl über diese Leiter hier gehen. Wir sind auf der Brücke, wo diese Schiffe hier brennen. Und es soll wohl auch eine scheinbare Wand involviert sein, was mich ein bisschen anpisst, dass From Software Content hinter einer scheinbaren Wand versteckt. Das bedeutet aber, wir werden jetzt einfach jede Wand hier gründlich checken. Ich habe keine Ahnung, wie, was, wo. Aber wir werden es schon finden. Ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt hier geht. Das wird ziemlich weit nach unten gehen, aber ich weiß nicht, wie viele Gegner und sowas dazwischen sind. Ich habe nur ungefähr nachgeguckt, wie was, wo es lang geht. Wo wir nicht irgendwie eine Walkthrough oder sowas anschauen. Das geht dann ein bisschen zu weit. Nimm nur das, was es auch tatsächlich braucht. Ach, da war sie. Okay. Gemälde, Gebiet der Drachen. Ja, ist scheiße sowas. Sie haben sie in Dark Souls 1 gemacht und ich kann es verstehen, da. Ich meine, da waren sie noch nicht so wirklich erfahren mit den ganzen Geschichten und so. Aber Content, gerade DLC-Content hinter einer scheinbaren Wand zu verstecken, ist ungeil. Das finde ich asozial gegenüber den Spielern. Und schade, dass sie das wieder gemacht haben. Gut, ich meine, in Dark Souls 1 war es nicht so wirklich schlimm. Weil der Content da war jetzt nicht sonderlich gut. Es war auch nicht sonderlich viel Content. Aber hier in einem Open-World-Spiel, naja. Und dann mit dem Sarg, also einem quasi Teleporter, geht's dann nach unten. Schade. Also man hätte oben auf der Open World lange suchen können. Das kommt noch dazu, dass das halt schade ist, dass die ganzen Teleporter, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das hat einfach etwas, was komplett gegen den Open World Gedanken steht. Das ist auch ein unintuitives Konzept, wenn wir ehrlich sind, weil man guckt sich das Gebiet an und überlegt sich, okay, von wo aus könnte ich da hinkommen und kommt natürlich nie auf die Idee, dass irgendwo arbiträr ein Teleporter steht. Und das ist auch nicht das, was FromSoft in der Regel tut, wenn sie diese Spiele designt. Sondern in der Regel sieht man, dass man da hinkommt und muss dann irgendwie einen Weg dahin finden und die Gebiete sind alle connected. Von dem her, ja, das mit den Teleportern ist sehr unschön. Ich weiß noch nicht, ob wir schon hier sein sollten. Aber wir gucken uns das jetzt einfach mal an, weil wir sowieso schon hier sind. Von dem her, Wasserstelle des Schlosses. Ja. Und ist auch schade, dass dann im Endeffekt das Wasser, das wir vom Schloss abgelassen haben, anscheinend wohl keinen Einfluss auf das, auf die Spielwelt hatte. Ich habe irgendwo gelesen, dass es ein Point of No Return geben soll. Und ich habe mir gedacht, eventuell wäre das das, dass wenn man irgendwie die Spielfeld flutet, dass dann zumindest von den Quests her irgendwie einiges nicht mehr machbar ist. Aber das ist dann wohl nicht so. Ich weiß nicht dann, was der Point of No Return ist. Oh, Dude, wo kommst du denn her? So einen, ich glaube, du bist einen, den wir so töten können. Ja, oh, wir machen Schaden. Na, mal gucken, wie. Ich glaube, das haben wir noch nie erlebt. Okay, das ist ein One-Shot. Das ist ein One-Shot. Aber ja, das ist einer, den wir töten können. Auf die übliche Art und Weise, so wie es aussieht. Wir machen auf jeden Fall Damage.
Das freut mich schon mal. Aber wo war der? Da vorne liegt nochmal was. Wahrscheinlich wieder ein Ofengesicht. Okay, wir gehen jetzt einfach in Richtung von unserem Zeug. Ach, der steht hier auf. Okay. Oh, Kamera. Oh. Glitch, Glitch, Glitch. Ich glaube, wir hatten nicht viele Seelen, aber was soll's. Schade ja nicht, die trotzdem mitzunehmen, ne? Okay, schön beide Beine im Blick haben. Okay, das war... Hier ein bisschen weg. What? Ich bin gesprungen. Ach, das waren die Hände. Okay. Ich weiß nicht genau, was. Ach, es ist das. Okay. Okay. Na, den kriegen wir schon platt. Ich meine, da kommt es vom Damage her auch nicht so drauf an. Weil man ihn sowieso wegcrittet. Der liegt da vorne einfach. Na, von hier aus sieht man ihn. Dann steht er wohl langsam auf. Okay. Ach, es ist das. Warum kriege ich das nicht mehr ausgewichen? Das ist doch genau der Angriff, den die anderen immer gemacht haben. Oder nicht? Unsicher. Ich bin jetzt instinktiv weggerannt, weil ich dachte, das ist der Stammfarber. Vielleicht sollte ich einfach um seine Beine rum, wie bei den anderen. Vielleicht war das der Fehler. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob wir mit dem Scout-O-Level, den wir haben, hier sein sollten. Ich habe aber das Gefühl, der Typ ist machbar, deswegen machen wir ihn weg. Okay, das war Nummer 1. Ich glaube zweimal und dann fliegt er runter. Bin mir nicht sicher, oder dreimal. Okay, gut. Ja, mach das weiter. Fliegt er runter? Nee. Auch noch ein drittes Mal. Oh, das war die Hand. Okay, ich glaube, das war's. So, bleib schön unten. Wo ist der verdammte Crit-Punkt? Hallo? Ah, hier drüben. Okay.
Okay, das war gut. Ich muss die Sache noch einmal machen und dann ist er Geschichte. Okay, Ausdauer. Nummer 1. Nicht geklappt. Zwei. Ich glaube, ich habe mich zweimal direkt. Ich habe keine Ahnung, wie er mich da erwischt hat, weil ich habe nichts gesehen. Nicht mehr klappt. Okay. Er ist unten. Rechte Seite, glaube ich. Ja, da vorne ist es. Und tschüss. Ölgetränkte Träne und ein weiteres Ofengesicht. Yay. Dankeschön. Okay, wir sind hier unten angekommen. Ist das hier ein Point of Interest? Ich vermute mal ja. Warte mal, hier ist noch ein weiteres Ofengesicht. Ruine von unten. Okay, cool. Ja, seht ihr, es ist hier Content. Es ist vollkommen okay, wenn man ein Secret vom ein Item oder so in einer scheinbaren Wand versteckt, aber es ist komplett anderes, ein Gebiet mit massig Content hinter einer scheinbaren Wand zu verstecken, wo man als Spieler ja dafür zahlt. Also das ist, das finde ich geht dann einfach nicht. Schade. Das wären viele Leute, die das nicht nachgucken. Werden das nicht wissen. Oder werden das nicht finden, besser gesagt. Das, was bist du für... Oh. Okay, hier müssen wir erstmal wieder einen Eingang finden, wie mir scheint. Hier gehen wir mal diese Ruine hoch. Vielleicht können wir von hier irgendwie rüberspringen. Ja, sieht aus, als kommt man hier weiter. Ah, ne, es geht da nicht rein. Ist einfach nur ein Item, oder? Vielleicht kann man hier weiter. Ja. Ja, ja, ja. Schön. Es ist halt wirklich schade, weil dadurch wird man als Spieler fast gezwungen, immer mal wieder einen Guide zu kontaktieren, damit man halt einfach den ganzen Content sieht, für den man bezahlt hat. Und ich verstehe das deswegen komplett, warum einige Leute... Können wir darüber springen? Warum einige Leute halt einfach tatsächlich von Anfang an des Spiels... einen Guide verwenden. Okay, was war das? Und sich unter Umständen down deshalb so massiv spoilern, ja, dass es halt dann teilweise vielleicht schade ist. Vielleicht hätten sie ein besseres Spielerlebnis, wenn sie das nicht tun würden. Ich finde, es ist schon
zumindest für mich, Teil des Spaßes, wenn man einfach mal durch irgendwas überrascht wird. Wenn man halt irgendwie... Okay, wir kommen da nicht rein. Zum Beispiel bei Mytha in Dark Souls 2, wenn man da einfach reingeht, dann ist ein Boss und der steht halt einfach in einem Giftsumpf. Oder im Giftpuddel. Puddel. Und man weiß halt nicht, was tun. Ja, klar, man kann im Guide nachgucken und weiß dann, wie man das Gift ablassen soll. Aber es gehört halt, wenn man von Anfang an den Guide kontaktiert, dann weiß man das halt schon vorher. Und hat dann quasi dieses Überraschungsmoment gar nicht. Und das hebt auch für mich zumindest ein bisschen die bedrückende Atmosphäre des Spiels auf. Wenn man alles schon vorher weiß, wenn es keine Überraschung mehr gibt, dann ja, ist es zu berechenbar. Und diese Spiele leben so ein bisschen davon, dass man halt nicht alles weiß. Tut mir leid, ich suche jetzt hier blind alles ab, ich bin paranoid. Okay, wir gehen nochmal hoch. Warte mal, was war das? Ist ein bisschen dunkel, man sieht es auch schwierig. Nur so ein kleiner Schattengegner. Und es ist einfach schade, dass From Software irgendwie nicht realisiert, dass das Teil des Charmes ist von ihren Spielen, dass man halt unbewusst in Sachen reinläuft. Und wenn sie das quasi belohnen, dass man von Anfang an mit dem Guide spielt, dass das dann bei den Spielern auch dazu führt, dass sie diese Gewohnheit aneignen, nicht wahr? Ich habe das Gefühl, das müsste doch irgendwie da reingehen. Also das ist komisch. Ich habe das Gefühl, es müsste gehen. Ich sehe keinen anderen Weg da rein. Ja, ich muss jetzt allerdings auch sagen, ich habe dadurch, dass ich jetzt gerade einen Monolog gehalten habe, nicht sonderlich gut aufgepasst, was im Spiel genau vor sich ging. Es wird hell, okay. Es sieht da auch aus, als wäre eine Öffnung da. Goddammit. Ich werde dann aber einfach auch rausgeworbt. Vielleicht geht's hier hoch? Okay, das ist sehr glitchy gerade. Vielleicht schämen sie sich auch für den Content. Vielleicht denken sie auf... ich meine, das war bei Dark Souls 1 war der Content hinter der scheinbaren Wand wirklich, wirklich mies und geplagt mit Problemen. Und vielleicht ist das hier auch der Fall. Vielleicht ist es einfach etwas, das nicht fertig wurde und man es dann quasi das Spiel in eine Deadline gelaufen ist und man es dann quasi einfach geschippt hat und... Ja. Haben wir gedacht, okay, lass uns das Gebiet lieber sehen, so dass die meisten Spieler nicht merken, dass was für ein Scheiß wir da fabriziert haben. Vielleicht ist das der Hintergrund, weil das war bei Dark Souls 1 damals der Hintergrund. Kann vielleicht auch sagen, dass das vielleicht der Hintergrund war für den Nameless King, für das Gebiet beim Nameless King, dass er auch relativ obskur nur zugänglich war. Also da gab es einige Passagen, wo man das Gefühl hatte, ja, das ist in der Qualität her jetzt nicht From Softwares
gewohnte... Ach, meine Fresse, ich komme da nicht rein. Okay, wir machen kurz einen Cut und ich suche einen Weg. Bis gleich. So, 15 Minuten später und ich habe die Schnauze voll gehabt und habe nachgeguckt, wie man das macht, wie man da reinkommt. Und es ist mal wieder super dämlich, aber es ist, wie es ist. Nämlich so. Oh, das war eine Grab. Und ich glaube, wir sind tot. Ich hoffe, er bleibt aufgewacht. Und nicht, dass ich das jedes Mal wieder tun muss. Das wäre sonst ein bisschen scheiße. Aber ich glaube, wir haben nicht unbegrenzt von diesen verdammten Töpfen. Okay, er ist wach. Perfekt. Ja, auch wieder so ein Ding. Ich mag es einfach nicht, wenn man Sachen. Wenn Sachen nicht intuitiv sind. Es ist kein verdammtes Puzzlespiel. Also warum diese. Warum diese ganzen Puzzles mit. Ja. Da habe ich dann auch wirklich kein Problem mit, Sachen nachzugucken. Was für mich ein absolutes No-Go ist, sind Boss-Strategien nachgucken. Also ich habe auch nach 6 Stunden Malenia natürlich nicht nachgeguckt, was man tun muss. Sondern haben sie einfach getötet. Wenn es irgendwie machbar ist, dann mache ich das. So haben wir das auch bei Jorm gemacht. Den wir ohne Storm Ruler gemacht haben, weil ich natürlich nicht kapiert habe, dass es eine Option gibt, die dir einfacher geht. Also ich habe es vermutet natürlich. Aber ich habe es halt nicht gewusst. Und ich habe Dark Souls 3 vor Demon's Souls gespielt. Und bei Demon's Souls gibt es ja auch einmal eine Storm Ruler Action. Okay. Nummer 1. Wo ist er? Bin ich dran vorbei? Grundgütiger, es kann doch nicht so schwierig sein, die Schwachstelle zu finden. Hä? Du. Ach, hier ist es. Diesmal war es auf der linken Seite. Okay. Diese Feuergolems sind definitiv zu oft verwendet worden. Weil die sind ultra nervig. War das Nummer 1 oder Nummer 2? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was ich da tun muss. Weiter weg vielleicht. Ich hatte das Gefühl, ich konnte das mal ausweichen, aber ich bin mir unsicher, was er da gemacht hat. Ach scheiße, ey. Da kommt der One-Shot-Move. Naja, was soll's. Oh, wir kriegen den schon down. Wir kriegen den schon down.
Der Grund, warum ich die Skardu-Level nicht erhöhen möchte, ich hätte es schon längst getan, wenn man es rückgängig machen könnte. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, im Hauptspiel habe ich, ich dachte, das Waffenlevel geht plus, auf plus 20. Ich glaube zumindest, dass ich das dachte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich dachte. Auf jeden Fall habe ich unsere Waffen zu stark aufgewertet. Und dadurch war dann... wie heißt der Typ? Radan. Viel zu einfach. Ich habe ja auch im Basisspiel ziemlich stark darauf geachtet, dass ich nicht... Ich habe keine Ahnung, wie man mit dem Ding ausweicht. Ja, das war gar nichts. Ich habe im Basisspiel auch darauf geachtet, dass ich nicht zu krass überlevelt bin. So gut es ging, zumindest. Irgendjemand ist gestorben. Oh, das war zu früh. Das war zu spät. Zu früh wieder. Ich hätte schwören können, dass das zu spät ist, aber wahrscheinlich. Ah, grundgütiger. Ja, jetzt spiele ich einen Scheiß zusammen. Ich glaube, das wird nichts. Okay, bei ihm ging es links rum. Zur Schwachstelle. Ist auch ein bisschen merkwürdig, dass das bei jedem anders ist, aber was soll's. Leider nicht mehr viel Heilung. Viel zu früh. Warum habe ich das Timing gerade nicht mehr im Griff? Okay, eins. Nicht zwei. Jetzt zwei. Nein! One-Shot, ach Mann. Ich hasse es, bei diesen Pennern so lange Zeit zu verballern, weil wir haben die schon so oft gemacht, dass sie mir zum Hals raushängen. Der DLC ist... Die Bosse sind gut. Ansonsten, der DLC ist zu repetitiv für meinen Geschmack. Das Basisspiel war besser. Ein bisschen enttäuschend. Viel zu wenig neuen Content für meinen Geschmack. Und auch für den Preis, den sie vom DLC verlangen. Ja, der DLC ist groß, aber groß und leer.
Ich habe auch das Gefühl, der DLC respektiert die Zeit des Spielers halt einfach nicht so wirklich. Es ist besser, wenig Content zu haben und dafür interessanten Content, als eine riesige Spielwelt, die einfach leer ist. Weil das ist genau das Problem, das die allermeisten Open-World-Spiele haben. Und mit dem Grund, warum ich die nicht spiele. Und ja, man kann sagen, selber schuld, dass du ein Open-World-Spiel spielst. Das ist wohl so. Aber man kann es ja trotzdem kritisieren. Ich meine, das Spiel ist gut. Gott, ey, was ist jetzt schon wieder los? Ist es auf der anderen Seite oder ist er reingebuggt? Er ist auf der anderen Seite. Okay, es scheint doch einfach random zu sein. Auf welcher Seite er da hinfällt. Okay. Ich weiß, dass wohl noch einige Bosse auf uns warten. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Ich will jetzt den DLC noch nicht abstempeln, weil wir sind nicht durch. Und ich nicht genau weiß, was uns noch erwartet. Ach, wir sind One-Shot. Ah, fantastisch. Ah, die ganze Mühe wieder umsonst. Ich habe nicht gesehen, man sieht halt nicht, dass er einen Rap macht. Warum so? Man sieht es halt nicht. Okay. Auf ein neues. Aber wir machen das jetzt auf jeden Fall noch in der Episode, auch wenn es ein bisschen länger dauert. So viel Zeit muss sein. Das einzige Problem ist, dass ich nicht mehr so viel Platz auf der Festplatte habe. Ich muss irgendwas löschen. Hat es mich nicht erwischt. Okay, nach vorne und dann springen. Scheint zu funktionieren. Das war die 2. Ich weiß nicht, warum es diesmal nicht funktioniert hat. Tot! Oh, ich muss immer volle HP haben hier. Ah, oh, meine Fresse. Einfach Neues. Hilft wohl nicht. Da müssen wir jetzt durch. Also ihr nicht unbedingt, ihr könnt das Video auch einfach überspringen. Aber ich mache den auf jeden Fall jetzt noch in dem Video fertig. Auch wenn es länger dauert. Hilft natürlich auch nicht, dass ich mich jetzt ein bisschen in Semi-Rage geredet habe. Ich bin nicht wirklich wütend, aber
ein bisschen enttäuscht von From Software, dass sie wieder diesen Mist machen mit Content hinter scheinbaren Wänden oder generell einfach Content in eine Art und Weise zu positionieren, der schwer zugänglich ist. Ich meine, sie hatten es auch im Basisspiel mit der Rani-Questline, dass sie da auch unter aller Sau. Okay, das war Nummer 1. Da war ich zu greedy. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein One-Shot bin. Der letzte hat irgendwie wieder ins... fast ein One-Shot. Glück gehabt. Ja, jetzt haben wir wenigstens wieder volle. Ich bin nicht rechtzeitig hochgekommen. Eieiei. Wie lange brauchen wir für den? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen das Beste daraus machen. Wir müssen den jetzt töten. Also wir müssen wahrscheinlich nicht. Wir könnten wahrscheinlich auch einfach an ihm vorbeirennen, aber ich werde den jetzt töten. Na komm. Die 1 kommt immer sehr schnell und die 2 und die 3 lassen dann ein bisschen auf sich warten, habe ich das Gefühl. Ausdauer. Okay, das ist 2. Ich mache so viel Schaden. Okay. Weiter stampfen. Ich check nicht, wie man dem Angriff ausweicht. Oh, das ist der One-Shot. Oder war da einfach weggehen? Ich weiß nicht, ob es derselbe Move ist, den die anderen auch machen. Ich bin verwirrt. Es sieht so aus, als wäre es derselbe Move, aber ich krieg den nicht ausgewichen. Das ist halt das Problem, ist. Er kann uns mit irgendeinem Ding one-shotten. Normalerweise habe ich mit denen sonst nicht so Probleme gehabt. Ich weiß nicht, warum der jetzt anders ist. Okay, das war die 1. Da war die Hitbox wieder komisch. Zwei. Ich habe das Gefühl,
Oh, scheiße. Kann man halt nicht wirklich was tun, ne? Wenn das Gebäude da ist... Ach, shit. Renn. Wieso bin ich da in One-Shot? Ich hatte fast volle HP! Ich check's nicht. Ich check's nicht. Vorhin hat das nicht so viel Schaden gemacht. Meine Fresse, ey. Und der andere Feuergolem war auch nicht so schwierig. Ich weiß nicht, warum der jetzt plötzlich so mühsam ist. Okay, renn. Das ist derselbe Angriff. Warum kann ich den nicht mehr dodgen bei seinen Beinen? So, ich muss mich auch einmal heilen. Macht er das nochmal hintereinander? Ey. Leute, was ist los? Scheiße, ey. Warum hat der Mistkerl jetzt... Kann doch nicht so schwierig sein. Jetzt fange ich mich an, über mich selber aufzuregen, weil ich sollte nicht so viele Probleme mit dem Penner haben. Der ist nicht schwierig. Wir haben den schon so oft gemacht. Ich weiß nicht, wie man dem ausweicht. Jetzt hat es weniger Schaden gemacht als beim letzten Mal, wo ich ein One-Shot war. Dampfen ist gut. Damit kann ich umgehen. Das ist 2. Renn. Ich glaube, es hat ein bisschen... Oh, Grab und tot. Kannst du nichts tun, wenn du in der Animation drin bist. Boah, Leute. Der ist echt... Keine Ahnung. Ich komme gerade in eine Existenzkrise. Ah, komm schon, du blöder Penner. Da ist Feuergolem. Okay. Das Gefühl ist einfach super delayed. Oh. Mach das normal, ey. Jetzt fängt an, den Scheiß zu spammen.
lasse ich mich von dem erwischen. Nein, grab. Okay, das ist Nummer 1. Glaube ich zumindest. Okay, Glück gehabt. Komm schon. Leg dich hin. Ich sehe nichts. Achso, nur ein Stampfer, okay. Okay, jetzt liegt er. Muss ich den Schwachpunkt finden. Hier ist er nicht. Ah, jetzt müssen wir alles noch außen rum. Zum Glück liegt er relativ lange. Okay, gut. Weiter geht's. Das Ganze noch einmal. Beide bei einem Blick haben. Oh, ich dachte, das war der Grab. Glück gehabt. Ah, zu früh. Ah, hier ist scheiße zum Kämpfen. Eins. Viel zu früh, meine Fresse, warum? Warum spiele ich gerade so scheiße? Zwei. Okay. Na komm. Okay. Nee, oder? Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass ich nicht an das Ding rankomme, oder? Ah doch. Okay. Yay. So, den Öltopf können wir wieder abrüsten. Und wir kommen hier rein. Yay! So. Mal gucken, ob es das wert war. Also wir wären auch sonst reingekommen. Wir mussten ihn nur aufwecken. Irgendein Schwert. Das scheint nicht sonderlich gut zu sein. Wir sind wieder draußen. Dann gehen wir in die Kirche rein. So, das machen wir noch in der Episode. Und dann muss ich erstmal meinen Geist ausruhen. Ist auf der anderen Seite noch etwas? Nee.
Gut. Dann hier rein. Eine Kiste. Riesiger goldener Bogen. Okay, das scheint eine Zauberei zu sein. Oder eine Anrufung. 34 Glaube. Okay, uninteressant. Aber gut, haben wir es geschafft. Yay. Ich port mich direkt hier zurück. Und dann können wir in der nächsten Episode weiter hier dieses Gebiet erkunden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.